Hört zu, Leute. Wir haben die Golden Gate passiert. Wir sind in Kürze vor Ort. Ihr habt 10 Minuten, um den Rest der Ausrüstung zu sichern und euch auf die Landung vorzubereiten. Wiederhole. 10 Minuten bis zur Landung, Leute. Die Antwort ist nicht akzeptabel. Muss ich daran erinnern, wer ich bin? Was zum Teufel ist hier los? Das Protokoll ist mir egal. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Also will ich, dass ihr das auch tut. Wegtreten, Gefreiter. Was ist das Problem von Bach? Bring deine Männer auf Kurs, Captain Grant. Ich will meine Ausrüstung haben. Die Jäger und ich brechen auf, sobald wir landen. Die Republik Erde ist kein Lieferservice. Ihre Ausrüstung ist verpackt und es ist keine Zeit, sie zu suchen. Setzen Sie sich bitte. Mit Verlaub, Captain, aber dein Befehl lautet, zu tun, was ich sage. Meine Befehle kommen von ganz oben. Leute in Uniform aus Manhattan, wie ich. Und sie lauten, sie bei der Suche nach der angeblichen Architekt zu schützen. Angeblich? Das trifft es nicht ganz, Captain. Siehst du das? Mit diesem Archenkern und dem Rest der Technologie aus der Bay Area werde ich diese Welt erneuern. Und ihr Held werden, natürlich. Das hier ist Sperrgebiet. Setzen Sie sich wieder. Wenn der Ausrüstung was passiert, bezahlen das deine Vorgesetzten. So ein Arschloch. Bewegung, Leute! Die Zeit läuft! Was ist das hier? Ein Schlafsaal? Alle auf ihre Plätze! Ihr zwei da! Los! Kein Problem, Cap. Du auch! Jetzt, Archenjäger! Moment, Captain. Der da trägt nicht deine geliebte Uniform. Sie empfangen keine Befehle von dir. Tut mir leid, mein Freund. Landung in 10! Anschnallen! Ich habe dir dein Ego-Implantat noch nicht erklärt. Also, wir müssen... Was zum Teufel? Captain, man braucht dich auf der Brücke! Ich setze mich wohl lieber. Wenn wir landen, geh nicht weg. Ohne ein komplettes Briefing kann die Ego-Aktivierung etwas holprig verlaufen. Ganz ruhig. Das sind nur Turbulenzen. Vollkommen normal. Von wegen. Wir gehen alle drauf. Sie ist eigentlich ganz nett, wenn man sie besser kennt. Alarm. Rumpfintegrität beschädigt. Evakuierung. Festhalten. Eingeleitet. Wir stürzen. Alarm. Rumpfintegrität beschädigt. Evakuierungskapselstart. 3, 2, mach dich bereit, Cass. Das kann heftig werden. Ganz ruhig. Okay. Oh, welches Ding öffnet diesen Scheiß? Oh, cool. Heilige Starko, du lebst! Ich bin Cass Ducard. Ich habe dich landen sehen. Wenn man das so nennen kann. Das war mehr ein Absturz als eine Landung. Ich dachte, du bist nur noch Brei. Was tust du denn? Wow, geht's dir gut? Brauchst du Hilfe? Hörst du mich? Du musst dich hinsetzen, Fleck. Hier, setz dich, bevor du umkippst. Du hast dir sicher mehr als nur eine Beule geholt. Also ruh dich aus. Ganz locker. Ich sehe nach, ob sonst jemand Hilfe braucht. Oh, du solltest dich nach Waffen umsehen. Die Anwohner sind nicht gerade Schaumbolzen. Hallo? Oh, gut. Jetzt hörst du mich. Ich spüre Nervosität. Kein Grund.
Ich bin das Endogenie-Online-Gerät, das in deinen Körper injiziert wurde. Du kannst mich Ego nennen. Bitte entschuldige. Ich habe Probleme bei der Aktivierung der Subroutinen. Also könnte es zu Beginn etwas holprig sein. Aber ich kümmere mich darum. Wir haben eine Menge zu besprechen. Also fangen wir an. Wir müssen von Bach finden, aber zuerst müssen wir dich ausrüsten. Von Bach Industries hatte Abwehrtechnologien an Bord des Stratoträgers. Ich habe einen Ort auf der Karte markiert, wo wir sie finden können. Sobald du damit ausgerüstet bist, kann ich damit den Schild aktivieren. Die Schilde sind aktiv. Wir brauchen noch eine andere Waffenoption. Ich orte das Signal eines abgestürzten mobilen Arsenals. Schnell! Wir müssen die benötigte Ausrüstung so schnell wie möglich bergen, damit wir die Suche nach von Bach starten können. Laut meinen Messungen sind diese Kreaturen eigentlich Menschen, aber ihre DNS ist stark mutiert. Sturmgewehre sind ideal für mittlere Distanzen, aber auch bei großen Entfernungen noch sehr effektiv. Unterschiedliche Situationen erfordern verschiedene Waffentypen. Deshalb solltest du dich schon mal daran gewöhnen, zwischen Primär- und Sekundärwaffe zu wechseln. Ich orte Sprengstoff in der Nähe. Den können wir gut brauchen. Ich markiere dir die Stelle auf der Karte.
Diese Vorratskapsel enthält Granaten. Schnapp dir eine und rüste sie aus. Ich denke, du weißt, wie das funktioniert. Zieh den Stift, wirf und mach dich aus dem Staub. Wir sind ausgerüstet. Jetzt ist es an der Zeit, deine Ego-Fähigkeiten zu trainieren. Wir fangen mit Tarnung an. Sie macht dich für Gegner unsichtbar. Nutze diese Fähigkeit, um dich hinter die Projektionen zu schleichen und anzugreifen. Jetzt testen wir die Überladenfähigkeit. Damit richtest du deutlich erhöhten Schaden beim Gegner an. Schieß auf die Projektion, während Überladen aktiv ist. Jetzt aktiviere ich die Köderfähigkeit. Damit erzeugst du eine Projektion, die aussieht wie du und den Gegner verwirrt. Schalte die Projektionen aus, während dein Köder sie ablenkt. Die Fähigkeit Bionischer Sprint ist aktiv. Damit können wir uns extrem schnell bewegen und sind im Nahkampf stärker. Rase auf die Projektionen zu, während die Fähigkeit aktiv ist und lande Nahkampfangriffe. Aktiviere den bionischen Sprint und attackiere die Projektionen mit Nahkampfangriffen. Sehr gut. Wähle eine Ego-Fähigkeit, damit ich sie integrieren kann. Gute Wahl. Unentdeckt kann man unerwartet und unbemerkt vorgehen. Ich empfange ein Signal. Ich stelle es durch. Hört mich jemand? Ich brauche hier unten Hilfe. Die Mutanten scheinen sich zum Angriff zu sammeln. Oh nein. Wir müssen ihr helfen. Wir müssen die Kerle ausschalten, sonst brauchen wir gar nicht erst nach Überlebenden zu suchen. Ich kann die meisten Computersysteme hacken. Geh zum Thorium-Reaktor und ich sehe zu, was ich tun kann. Ausgezeichnet! Ich konnte das spaltbare Material deaktivieren, sodass der Reaktor überladen wird und die gesamte Basis von der Landkarte fegen wird. Wir müssen nur aufpassen, dass die Mutanten nicht eingreifen. Was hast du mit dem Ding gemacht? Sieht aus, als würde es gleich explodieren! Geht gleich hoch. Nichts wie weg hier. Ja.
Danke. Was dein Ego-Implantat, oder? Faszinierend. Ich habe das noch nie in Aktion erlebt. Weißt du was? Ich glaube, wir sind ein unschlagbares Team. Mit etwas Hilfe kann man an diesem irren Ort weit kommen. Ich gehe zur Absturzstelle. Die werden Hilfe brauchen. Wir bleiben bestimmt in Kontakt. Archenjäger. Archenfalltrümmer in der Nähe. Dann verdienen wir uns mal ein paar Strips. Nicht ein anderer ist schuld. Hey! Das ist unser Archenfall. Sucht euch... Hey, ich kenne dich. Du warst auf dem Stratoträger. Stacco! Nolan, da! Achtung, erledige! Alles sicher. Sitze hier fest. Falls ist instabil. Wenn wir die Position lange genug halten, bricht er von alleine auf. Vertreibt sie und der Archenfall... Da kommen sie! Wie läuft's bei dir da drüben, Kleiner? Du hast gesagt, das wird einfach. Mutierte Soldaten im Anmarsch. Ziel gesichtet! Los jetzt, plündern wir dieses Ding, bevor die Aasgeier kommen. Das macht Spaß, oder? Ich will dir eine reinhauen. Und zwar so richtig. Gut, dass du den Stratoträger verlassen konntest. Ich bin Nolan. Der kleine Sonnenschein hier ist Erisa. Wir haben noch einen kleinen Job. Vielleicht sieht man sich. Wir könnten noch etwas Hilfe brauchen. Wenn du Scripts machst, triff Erisa und mich in der Kraterbar. Ah, sieh mal, wer da ist, Erisa. Sie dachte, du wärst ein Weichei. Ich habe nie an dir gezweifelt. Unser Kontakt ist da drüben. Dann legen wir jetzt mal los.
Ganz ruhig. Wir haben reserviert. Lass sie durch! Bitte, setzt euch. Entschuldigt die Unhöflichkeit, aber heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein, nicht wahr? Wem sagst du das? Ich hoffe, es war in Ordnung, dass ich dich überprüft habe, Mr. Nolan. Ein Überlebender von Defiance, wie? Hier gibt's ein paar von euch. Ja, und ein paar sind fort. Ja, ich habe viel über dich rausgefunden, Nolan. Viele nützliche Details. Und deshalb bist du der Richtige für den Job. Hm? Es ist leichter, jemanden zu vertrauen, der eine bewegte Vergangenheit hat. Den kann ich kontrollieren. Du verstehst, oder? Verstehe. Leider. Schön. Hier ist der Deal. Eine meiner Lieferungen kam mit einem Overland in die Stadt, aber ein paar Raiders haben sie mir geklaut. Und ich will sie wiederhaben. Es geht um den Libera Nova Edelstein. Er bedeutet mir sehr viel. Er ist ein Kulturgut. Wenn ihr ihn beschafft, werdet ihr großzügig bezahlt. Großzügig ist nur ein Wort. Wir sind große Fans von Zahlen. 90.000 Scripts. Jeder. Na, haben wir einen Deal? Ich schätze schon. Gut. Kommt zurück, wenn ihr ihn findet. Ich muss mich jetzt um andere Dinge kümmern. Entschuldigt mich. 90.000? Mehr als genug, um in die Antarktis zu kommen. Dieser Libera Nova Edelstein muss sehr viel wertvoller sein, als er zugeben will. Was meinst du damit? Ich meine nur, wir sollten ihn schnell finden. Teilen wir uns auf. Überprüfe ein paar Lager der Raiders. Sieh dich etwas um. Wir bleiben in Kontakt. Menschen und Rotana nähern sich. Die Raiders haben uns gefunden. Finger weg von meinem Blasbeam!
Wir sind im Revier der Raiders. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir Varys Edelstein. Willst du hin? Nichts. Der Stein wird nicht leicht zu finden sein. An die Raiders rum. Vielleicht ist der Edelstein hier. Wir haben kein Glück. Der Stein ist nicht hier. Ein Lager der Raiders. Sehen wir uns nach dem Edelstein.
Der Edelstein scheint da nicht drin zu sein. Wir sind fertig. Nolan möchte dich auf der Ranch des Gesetzeshüters treffen.
Nolan ist drin. Bei Cooper. Diese Ranch nach den eisernen Dämonen zu benennen, ist dir kein besserer Name eingefallen? Ich hätte auch Brienne Boxer Ranch nehmen können. Wie fies. Man trinkt einmal zu viel und macht einen Fehler. Klar, ein Fehler. Und das 6-mal. Ich hatte es nötig, Coop. Ich hatte es wirklich nötig. So nötig kann es ein Mann mit etwas Selbstachtung gar nicht haben. Der Archenjäger ist hier. Können wir los? Von ihm habe ich dir erzählt, Coop. Ein knallharter Typ. Ja. Du hast mir noch nicht geantwortet, Nolan. Was machst du in der Bay? Ich jage dem amerikanischen Traum hinterher. Deshalb bin ich hier. Wir arbeiten für Varys. Von dem solltest du dich fernhalten. Die Raiders haben ihm was gestohlen, das er zurückhaben will. Ich dachte, du könntest uns helfen, als Hüter des Gesetzes und so. Wenn Varys ein rechtliches Problem hat, warum heuert er euch an und kommt nicht zu mir, dem Mann mit dem Stern? Das habe ich mich auch gefragt. Deshalb glaube ich, dass dieses Eigentum, hinter dem wir her sind, niemals ihm gehörte. Und das heißt? Varys lässt sich nicht so leicht linken, wie du glaubst. Also was immer du geplant hast, denk lieber nochmal drüber nach. Nicht nur um deinetwillen. Das ist ein Haufen Verrückter. Du hättest gut dazu gepasst. Okay, Kleines, dann mal los. Hey, sei vorsichtig und pass auf sie auf. Der Stein ist da drin. Und jede Menge Raiders. Jetzt geht's ans Geld verdienen. Okay, der Stein ist hier irgendwo. Finden wir ihn. Los, beeilen wir uns. Bereit, wenn du es bist. Wir müssen die Gegner in diesem Gebiet auslöschen. Weiterschießen! Gar nicht so schlecht, oder? Etwas laut, aber... Nolan, da! Kontakt! Da sind Trader schon! Schaff sie mir vom Hals!
Gute Arbeit. Gebiet gesichert. Wir geben dir Deckung, Archenjäger. Schalte die Generatoren aus. Ich habe die Generatoren geortet. Bleib unten. Wir haben es geschafft. Tolle Arbeit, Team. Ich will endlich hier raus. Ich auch. Ich glaube, dass der Stein nicht weit ist. Also los. Ich nehme die Tür. Also gut. Feuert auf alles, was dahinter ist. Zeit zu sterben! Uah! Gib ihnen den Rest! Feind voraus! Alles sicher. Ja, Kleines. 90.000 für jeden. Stacke! Los! Zeit zu sterben! Da vorne ist ein Ausgang. Wir müssen ihn schnell erreichen. Lauf weiter, Erisa. Alles okay da unten, Archenjäger? Konzentrier dich, wir haben Probleme. Halt mir den Rücken frei, ich muss das lange. Blut! Wir geben dir von hier oben Deckung. Und jetzt verzieh dich von da. Was ist das Problem da unten? Die Tür ist versperrt. Ich muss sie aufbrechen. Moment. Feinde greifen aus dem Norden an.
gut. Nur weiter so. Gute Arbeit. Und jetzt nichts wie weg hier. Holen wir uns unsere Skripts. Kontakt! Wir gehen zurück zum Krater und holen uns unseren Anteil. Vielleicht sehen wir uns da. Wo ist der Stein? Nolan und das Mädchen haben ihn. Und ich will ihn zurück. Sofort! Nimm ihnen den Stein ab und du kriegst ihre Anteile obendrauf. Ich lege die beiden um. Hier sind ein paar Orte, an denen Nolan und das Mädchen sein könnten. Finde sie und hol den Stein. Sehen wir am ersten Ort nach, ob Nolan und Erisa dort sind. Hier sind sie nicht. Gehen wir zum nächsten Ort. Kein Glück. Ich hoffe, sie haben die Bay Area noch nicht verlassen. Sie nicht. Wir müssen den nächsten Ort überprüfen. Du bist erledigt. Tja, es ist nur noch ein Ort übrig. Hoffen wir, dass sie noch dort sind. Spät. Der Stein ist nicht hier. Und Nolan auch nicht. Geh und sag dem Penner Varys, dass er verloren hat. Nolan! Hier wimmelt es von Raiders. Falls ich nicht mehr lebe, wenn du herkommst, dann... Naja, nicht für ungut. Keiner von uns raus, also beweg dich! Wir haben nicht den ganzen Tag! Was für ein Feuerwerk! Ich hoffe für mich, dass es euch gut geht! Ach,
aus deinem Gesicht. Ja. Jäger ist hier! Feindkorb raus! Bewegung! Was haben wir denn hier? Wo bist du hin? Solange es noch geht. Du hast mir den Arsch gerettet und dafür danke ich dir. Wenn du je in die Antarktis kommst, besuche uns. Dann trinken wir einen. Der Edelstein gehört dir. Er ist eine Menge Scripts wert, aber dafür zu sterben, lohnt sich nicht. Bring mir das Schießeisen. Nimm das hier. Das Ding hat mir ein paar Mal das Leben gerettet. Genau wie du. Das passt doch. Wir müssen los. Sofort. Vielen Dank. Oh, eins noch. Richte Cooper etwas von mir aus. Sag ihm, die Uhr läuft. Er weiß, worum es geht. Vorsicht mit dem Stein, Kleiner. Die Leute tun alles, um ihn in die Finger zu kriegen. Wirklich alles.